So, da. Ja! Wir haben den Virus. Und damit begrüße ich euch hier zu einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! So, Duelist. Oh mein Gott, ist das geil. Na, ein normales Monster auf dem Friedhof. Wieder ein Finsternismonster. Wir brauchen Finsternis. Hexerdrache. Mist. Ich würde mal sagen, wir setzen diese Karte erstmal verdeckt. Und dann beenden wir schon unseren Zug. Oh, wir brauchen... Oh, Leute, erstmal willkommen wieder hier zurück zu Yu-Gi-Oh! Wie gesagt... Oh, das war dieses... Es ist doch krank. Ja. Warum nicht? Adäquat 2200. Ich liebe sie. Finde ich echt süß von der. Oh. 1100. Ich würde mal dieses Monster hier setzen. Und setze diese Zauberkarte. Und dann bin ich mein Zug. Du bist dran. Was gibt's nicht? Ja, greif mich an. Das sind doch diese Matches, die hier wieder sonst wie kurz gehen. Die kotzt mich an. Ja. Blau, wer dieser Drache mit Aaskartenblick. So 1500, 1600. Wir könnten dieses fucking Monster von angreifen. Machen wir auch. Ich weiß, ich werde das bereuen, aber ist mir jetzt egal. Ja, genau. Genau. Kapiere ich. Kapiere ich voll und ganz. Leute. Ich will einfach nicht. Die kriegt da 2200 dazu beim direkten Angriff. Alles klar. Alter, nein, hier enden. Das gibt's doch nicht. Wie dämlich ist das? Ja, ich bin tot. Alter, braucht man nicht mehr weiterreden, ich bin tot. Alter, was ist denn das? So Leute, ihr merkt, das ist ein ganz, ganz anderes Deck hier. Und zwar ist es mein Deck. Es heißt wirklich mein Deck. So, wir setzen Krug der Gier. Du kannst, so, das mache ich mal lieber noch nicht. Das werde ich jetzt mal machen. Effekt aktivieren. Da können wir uns schon mal... Wir haben nur einen weißen Drachen. Achso, das ist ja unser Deck. Den weißen Drachen holen. Zeigen wir ihr mal. Und wir können ihn als ein beliebiges Fusionsmonster nehmen. Wir brauchen aber eine Abwehr, deswegen, warte mal, was habe ich denn hier? Oh ja, ich habe diese wunderschönen Monster. Typ Maschine, Typ Pyro. Zwei normale Monster. Oder... Pyro-Dings. Das sind die XY. Ah, da kann ich leider nicht anfangen. Ich aktiviere mal trotzdem den Effekt, mal gucken, was passiert. Ach so, wir können uns ein Dings holen. Ja. Oh. Muss ich noch was sagen? Wenn Sie mal lesen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Und wir haben noch einen Kommentar bekommen. Voll cool, ein Like, ein Aufruf, ein Kommentar. Was macht diese gerade noch mal zu Krug der Gier? Ja, aktiviere ich mal. Muss ich gucken, Medienlautstärke ist aus. Den ganzen geben wir noch mal ein Like drauf.
Und sieht sie wieder 3 Millionen Karten. Alles klar. Alles klar. 3.900. Warum auch nicht? Sicher, sicher, ja, ja, was, ja, warum auch nicht? Neunzehntausend Punkte? Wirf eine Karte auf und wähle eine Karte auf das Spiel. Nehmen wir gern, ganz, ganz gerne. Also wir können direkt angreifen mit 600 Schaden. Wir probieren es einfach mal, weil ich kann ja die Karte dann zerstören. Das ist doch... Oh, Pyro und kein Hexer. Angreifen. So. Zu beenden. Ich hoffe mal, ich habe jetzt keinen großen Fehler gemacht. Aber wenn nochmal so ein Dreck kommt jetzt. Ja, aktivieren. Achso, nein. Nein. Sie geht in die Endphase. Das heißt, wir können unser Monster auf 2200 aktivieren. Nein. Alter, diese Karte nervt. So, beschwören. 1850. Nein. Gehen in die Battlephase. Drücken gleich noch. Nein. So. Greifen direkt an. Nein. Alter! So, und greifen hier nochmal direkt an. Ich will das nicht aktivieren. So, wenden. Diese Karte nervt überhaupt nicht, da. Lege die obersten 5 Karten. Ich kapiere diese Karte nicht. Ja. Akriti-Brecher. So, aktivieren wir. Wir legen Fusionen weg und zerstören diese Karte hier. So. Damit kann sie nichts machen. Wir können uns den hier setzen. Ja, normale Beschwörung ist es ja nicht. So, und wir gehen in die Battlephase. Wir greifen an mit Flammipachi und greifen hier nochmal mit Kurbel des Turms mit Flammen an. Direkt. Wir haben jetzt 3100 auf den. Also ich glaube, mit meinem Deck sind wir relativ viel besser als mit Kaibers Deck. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier? Wir haben Staubtornado. Lege ich mal nicht. Und wir greifen nochmal an. Eindeutig dafür. Ach, das ist ja eine Karte. Die ist mir gar nicht aufgefallen. 4100. Oh, fuck yeah. Oh Gott. Entweder habe ich jetzt nur Glück. Oder mein Deck ist besser als... die können wir später nochmal gebrauchen. Wenn jetzt... ist eine Feindkarte. Die Beschwörung brauchen wir jetzt nicht. Wir wollen natürlich den Nachelfer nicht nur so benutzen. Ja. Liebe Staubtornado, zerstöre mir den Effekt der verräterischen Schwerter. Nein. Hm. 3300. Fee auf dem Friedhof. Ja, wie viel hat denn der jetzt? Ist natürlich jetzt die Frage. Oh, das regnet bei uns. Ne, Regen, Schnee.
Schnee. Ich weiß nicht, Conny. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt würde ich gerne mal was probieren. Diesen Normalbeschwörung. Das ist aber keine Normalbeschwörung. Ja, wir gucken das jetzt mal hier durch. Wie viel Fee hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal Fee. Ach du Scheiße, das Ding ist eigentlich fast gar nichts wert, aber durch das Ding ist natürlich jetzt... wir gehen in die Battle-Runde. Nein. Da hätten wir jetzt aber auch den nach... gut, okay. Das haben wir nicht wissen können. Deswegen gehen wir in die nächste Runde. Gehen wir in die Endphase. Das Ding ist auch... Warum ist das ein Typ Fee? Oh, nein. Okay, wir setzen diese Karte und wenden uns einen Zug. Ja, es ist Schneeregen bei uns. Hm. So, ich glaube, ich rede die ganze Zeit hier schon irgendwie durch, dass ich ja hier nicht schneiden muss. Ah, setzen wir mal und beenden unseren Zug. Wir könnten ihn dann, glaube ich, mit Einschlag 4100. Was ist der Effekt? Nichts. Doch. Also, hat einen Effekt, aber... Ja! Alles klar. Wir nehmen den nach, wir beschwören ihn. Und werden einfach mal von ihm hier... 23.000 reicht mir, glaube ich, aus. Er könnte uns zwei Karten zerstören jetzt. Warum sage ich immer er? Das ist eigentlich eine Sie. Okay, nachher zerstört. Das ist allein nur deswegen. Ufo-Schildkröte ist meine Lieblingskarte mit. Allein deswegen lege ich die. So. Wir werden auf die Hand der Besitzer zurück. Diese Karte. Monster, die diese Karte angreifen, werden auf die Hand ihres Besitzers zurückgelegt. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt logisch denken. 1500. Also wir greifen mit ihm dann direkt an. Ja, das war's. Mehr können wir nicht machen. Und nächste Runde könnten wir... wir beenden. Nee, wir gehen in Battlefahrt. Ich beende noch nicht. Angreifen, direkt angreifen, ja. Fünf Daus. Ich brauche nichts mehr machen. Ich brauche einfach nichts mehr machen. Mein fucking Deck ist besser als Kaivas. Oh nein. Welcher macht er? Ach so. Die Karte habe ich? Ist mir egal. Battlephase angreifen, direkt angreifen, ja. Bitte schön. Och, fuck. Alter, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass mein fucking Deck besser ist als Kaiber. Der Sieg ist mein! Sehr beeindruckend, Kaiber. Du hast es geschafft, das Schicksal zu überwinden, das mein Millennium-Salzkette mir zeigte. Ich habe dieses Duell aus dem gleichen Grunde gewonnen, wie ich das Turnier gewinnen werde. Meine überlegene Fähigkeit und Intelligenz. Vielleicht. Aber du hast mir eine wertvolle Lektion über das Wesen des Schicksals gelernt. Und dafür bin ich dir dankbar. Oh, danke, denn ich weiß, du wirst mir helfen, meinen Bruder zu retten. Ich glaube, du möchtest Shizu, aber ich bin nur für mich hier.
Oh. Alter, ja, das ist ein Hardcore-Deck. Aber dieses Nadelkäfer, das kapiere ich nie, warum. Ins Grab Finanz. Okay. Gut. Nächstes Mal Duell im Kolosseum. Es gibt drei Folgen auch, hoffentlich. Maximal sechse. Und die werden nächstes Jahr jetzt wahrscheinlich kommen. Dieses Jahr wahrscheinlich vielleicht nicht mehr. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt nur noch, wenn nicht, einen Daumen unten schreiben in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Menzi. Ciao, ciao.